Hey ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahmesession Horsehaven World Adventures. Ja, ein bisschen unglücklich gelöst, dass jetzt der erste Teil dieser Aufnahmesession an einem Sonntag kommt und dann die anderen erst am Dienstag weitergehen, aber ja, ist halt so. So, ich habe mir gedacht, wir fangen heute mal an und öffnen die Schatztruhen. Ich war jetzt diesmal relativ gut unterwegs hier. Ich hoffe, dass ich jetzt vom Ritter relativ viel freischalte. Biest haben wir jetzt nochmal, Ritter und Biest. Und nochmal Ritter. Weil der Ritter, den finde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Ich glaube, dass es immer am wahrscheinlichsten ist, die Dinger zu bekommen vom Pferd, was davor als letztes reingekommen ist. Ich weiß es nicht, ob ich das so richtig sehe. I don't know. Weiß ich nicht hundertprozentig. Aber gut. Ja, und hier in Mexiko sind wir jetzt so weit, dass ich hier noch einmal für 4000 rennen muss. Ich habe das dummerweise mit dem Wetter vergessen. Und ja, es ist so, dass man da einfach dann an einem Rad dreht und dann guckt man halt, was man freischaltet. Ich glaube, nächste Belohnung in Russland wäre interessant. Da bekommen wir dann nämlich die Wetterbelohnung. 2400 Meter. Und das machen wir gleich noch, bevor wir die Rennen hier machen. Ich möchte mich jetzt erstmal wieder hier eine Runde um die Pferde kümmern, dass ich als erstes auch noch wieder züchte und ich da nicht zu viel Zeit verliere. Und dann werden wir aber mit Soni das Rennen in Russland laufen. Denn, huch, da wollte ich gar nicht hin. Denn sie ist halt momentan wirklich mein bestes Pferd. Es ist mega nervig, wenn hinter diesem Zeichen irgendwas auf der Weide liegt, was wir deswegen jetzt nicht wegbekommen. Aber ist halt so. So. Was haben wir jetzt hier noch so für Nachrichten? Stallbursche. Ich war ein fleißiger Stallbursche. Und ihr habt mit meinen Pferden gezüchtet. Ach ja, die Clubs, die werden dann wahrscheinlich wohl auch scheinbar erst nochmal wieder deaktiviert, wenn dann das Update reinkommt, was sie letzte Woche schon reinbringen wollten. Aber ganz ehrlich, das ist jetzt auch nicht wirklich tragisch. Weil sind wir mal ehrlich, in den Clubs kann man sowieso momentan noch nicht wirklich was machen. Von daher finde ich das jetzt gar nicht problematisch. So, was haben wir eigentlich für Daily-Aufgaben? Ach ja, genau, ich habe die Scheune in Füssen schon aufgewertet. Gibt 97 Erfahrungspunkte und 40 Diamanten. Und ich habe die Pferdeoase in Füssen auf 2 schon aufgewertet. Gibt 500 Erfahrungspunkte und 500 Diamanten. So, und ernte 7 Hafer war die Aufgabe. Okay. Und ein Pferd züchten, ne? Das haben wir ja schon viel abgeschlossen. Das hier kriegen wir dann auch gleich noch hin. Das hier kriegen wir definitiv auch gleich noch hin. Und, ach ja, das ist ja easy peasy hier, die Aufgaben heute. Guck mal, 915 Diamanten haben wir jetzt wieder. So, ich kriege leider gerade den Brief da nicht weg. Gleich dann. So, und ich habe einen besseren mystischen Schwarzwälder gezüchtet gestern im Off. Und zwar ist es ein Stütchen geworden. Rain heißt sie jetzt hier gerade. Und das heißt, dass uns dann Ida verlassen wird. Das ist Jack. Da habe ich direkt den Falschen erwischt. Das heißt, Ida wird uns verlassen. So, aber Jack können wir mal eben füttern. Guck mal, ist er schon mal auf Level 9. So. Die Sache ist die, dass uns Ida wahrscheinlich verlassen wird, bevor sie auch nur Diamanten wert ist. Ja, das macht... Ach nee, heißt ja gar nicht Ida, May. Ida ist ja mein Knappstrupper. Aber ich muss ja da einen Platz machen. Das Fohlen jetzt so lange auf Halte zu lassen, das wäre eigentlich auch Blödsinn. Deswegen, Rain kommt dann direkt zu uns. Ich finde jetzt den Namen tatsächlich gar nicht so passend für einen Schwarzwälder. Wenn ihr noch eine andere Idee habt, könnt ihr mir die ja gerne schreiben. Wahrscheinlich nehme ich schon auf, bevor ihr mir die Ideen dazu schreibt. Das heißt, wundert euch nicht, wenn Rain jetzt erstmal noch über längere Zeit Rain heißt. So. Ist hübsch, ne? Aber es ist eine ungewöhnliche Farbe für einen Schwarzwälder. Wobei es die ja auch durchaus in solchen Farben gibt, in nicht ganz so... Also das ist jetzt ein bisschen... Die Mähne ist cremiger, das Fell ist nicht ganz so dunkel. Ich dachte schon, jetzt würde hier irgendwas hängen.
So, jetzt. Haben wir schon mal eine erste kleine Verbesserung hier. Ach, guck mal hier. Komm, das beschleunige ich. Nein, ich dachte, das hätte ich noch. Aber warte, die habe ich angebaut. Dann machen wir mal ganz kurz einen Abstecher nach England. Da sind wir ja schnell durch. Da habe ich ja momentan noch nicht so viel zu tun. Nein, die habe ich gar nicht angebaut, weil mir das Futter dafür fehlte. Das Grüne, ne? Nee, ich habe jetzt alles dafür. Kirschen haben mir gefehlt. Ja gut, ja dann können wir erst nochmal wieder nach, in die USA zurückgehen. Machen wir schön der Reihe nach weiter. Dann kommt die kleine Maus jetzt hier erstmal. Dann kommt die kleine Maus jetzt erstmal auf die Weide. Oh no, ich kann wieder nicht mehr rauszoomen. Das ist so nervig. Gut, Cassie möchte auch Kirschen haben. Dann können wir den direkt schon mal wieder da drauf schicken. Auf die Weide zum Trainieren. Nova ist Level 13 geworden. Das ist auch nice. Salat habe ich jetzt gerade nicht, aber vielleicht können wir dann mal versuchen, einen Hanno zu züchten. So, Regen. Sie mag Regen. Unsere kleine Nova. Schnee und Regen. Also sie ist definitiv kein Sonnenkind. Und das, obwohl sie Nova heißt. Okay. Versuchen wir uns nochmal an der Zucht eines besseren Hannoveraners. So, die Hannoveraner sind eigentlich für die Rennen gar nicht zu gebrauchen. Die bringen halt nur ein gutes Springvermögen mit und das war's dann auch. Bei allem anderen braucht man leider ziemlich viel Glück. Deswegen ist es jetzt nicht so wirklich die interessanteste Rasse für mich. Ich versuche es jetzt halt gerade, sie zu verbessern, weil ich die hier rumhüpfen habe. Und dann kann man das ja auch versuchen. So. Blaues Futter bauen wir auch nochmal an. Grünes Futter machen wir auch nochmal. So, und dann würde ich sagen, hier jetzt nochmal Mais. Hier noch eine Reihe Gras. Und auf die hinteren beiden Feldbereiche kommt jetzt nochmal einiges an Hafer. Weil ich wollte auch definitiv nochmal so Müsli-Riegel machen und da brauche ich ja für ein Stück schon 12 davon. Hier, Quiz können wir noch machen. Wann begann die Tradition Trooping the Colour in Großbritannien? Ich habe nicht mal eine Ahnung, was das ist für eine Tradition, aber richtig geraten. Was war in der nordischen Mythologie an dem Pferd Sleipnir so besonders? Es hatte 8 Beine. Welche der folgenden Reitsportarten ist keine olympische Disziplin? Das ist das Pferderennen. Das ist nicht olympisch. Dressurreiten und Springreiten ist es beides. So, das erste war diesmal, das ist halt, entweder man weiß es oder man weiß es halt nicht und das wusste ich nicht. Das war Glück, dass ich richtig geraten habe. So. Zack. Ja, auch hier hatte ich weiterhin kein Glück mit der Nachzucht eines weiteren Isabella Derby Pferdes. Leider ist es wieder ein Connemara geworden. So, aber ich gebe nicht auf. Ich versuche weiterhin mein Glück. 15% ist ja eigentlich gar nicht so niedrig. Da haben wir schon bei deutlich geringeren Wahrscheinlichkeiten weniger oft gefailt. Aber ja, manchmal klappt es halt einfach nicht. So. Stellen hier mal weiter diesen Krams auch her. Den können wir ja notfalls auch verkaufen. Ich habe halt nicht so viele, ich habe nicht so viele Fantasiepferde, als dass die mir das so großartig wegfressen würden, weil die anderen Pferde mögen diesen Fantasiekrams nicht. Die wollen das ganz einfach nicht. So, den Salat habe ich gerade nicht. Warte mal, aber Maui hat, glaube ich, ein Level abgehabt. Ja, Maui hat ein Level abgehabt. Wie ich richtig im Kopf hatte, habe ich den Salat nicht, aber Level 13 ist er geworden. So, entweder Schnee oder eine Verbesserung in der Ausdauer. Und wir bekommen, dass er gerne im Schnee läuft. So, Regen und Schnee ist auch kein Sonnenkind. Interessant. Interessant. So.
Zack. Und dann können wir direkt weitergehen. Gehen wir nach Frogroisch. Frogroisch. Ich muss ja sagen, ich kann es kaum abwarten, dass das Update dann final aufgespielt wird. Vielleicht ist es ja jetzt schon soweit. Vielleicht haben sie es jetzt einfach nochmal überarbeitet und können es jetzt diese Woche bringen. Warum kann ich es kaum erwarten? Weil ja dann das Adden von Freunden deutlich leichter sein soll. Ich würde es halt begrüßen, weil man einfach einen Namen eingeben könnte hier in-game. Den In-game-Namen halt einfach. Und denjenigen darüber adden könnte. Das wäre eine sehr, sehr coole Sache. Weil dann wäre das alles auch deutlich leichter. So, hier, Ida. Ida mag den Möhrenkuchen. Ne, wir haben keinen Möhrenkuchen mehr. Es tut mir leid, Ida. Den muss ich erstmal wieder backen. So. Aber Rüben haben wir, glaube ich, noch. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eine Bauersfrau schält Rüben. Schabt Rüben. Schabt? Schält? Kocht? Irgendwas macht sie mit den Rüben auf jeden Fall. Kann mich daran nicht mehr erinnern, wie der Abzählreim ging. Oha, knapp vor Level 6. Ja. Siren möchte gerne ein bisschen rumlaufen. Das kann sie machen, wenn sie möchte. So.